Hey, du bist Architekt und möchtest dein eigenes Team aufbauen und die Region mitentwickeln? Dann bist du hier richtig. Ruf mich an. Ja, hallo. André Mantai ist mein Name. Ich bin der Inhaber des Ingenieurbüro Mantai in Wilhelmshaven. Und wir sind ein Planungsbüro für Architektur, Gebäudetechnik und Energieberatung. Das Büro ist jetzt seit 2006 am Markt. Wir sind jetzt seit 14 Jahren präsent und für unsere Kunden da. In der nahen Zukunft wird es viele Veränderungen geben. Ne? Digitalisierung, neue Anforderungen, die Projekte werden halt komplexer. Ich möchte deswegen wachsen, damit wir diese Projekte auch in der Zukunft bewerkstelligen können. Und dafür brauche ich halt dich, ne? Um eine neue Abteilung oder um eine Abteilung aufzubauen, zu festigen und ein stabiles Wachstum fürs Unternehmen zu generieren. Ich möchte, dass mein zukünftiger Architekt eigenständig und eigenverantwortlich arbeiten kann, dass er Mitarbeiter anführen kann. Ich stelle mir vor, dass du in der Zukunft die Mitarbeiter, die mit dir zusammenarbeiten, aber auch die aus den anderen Teams durchaus motivierst, dass wir eine Fehlerkultur leben, die Fehler zulässt, aber wo es dann darum geht zu analysieren, wie man in der Zukunft anders verfahren kann, dass wir halt eben hier eine verschworene Gemeinschaft werden, die gemeinsam durch dick und dünn geht. Du solltest als Architekt durchaus schon Berufserfahrung mitgebracht haben. Das heißt also, du hast halt Leistungsphasen, der HWI von 1 bis 9 schon mal bearbeitet, hast Erfahrung gesammelt. Du solltest richtig brennen für energieeffiziente Gebäude. Und es sollte dir wirklich Spaß machen und eine Herzensangelegenheit sein, nachhaltige Gebäude zu erstellen mit allem, was dazugehört. Wir erstellen unsere gesamte Planung in 3D. Nicht nur in der Architektur, auch in der Gebäudetechnik. Und dafür ist lebenslanges Lernen entsprechend notwendig. Wer jetzt denkt, in Wilhelmshaven ist sich's los, der irrt sich. Hier werden halt in der Zukunft über mehrere hundert Millionen Investitionen getätigt. Das heißt, diese Infrastruktur wird deutlich aufgewertet und erweitert. Aufgrund dieses Wachstumspotenzials ist es für dich als Architekt mit Sicherheit eine Herausforderung, hier entsprechend mitzuwirken und die Infrastruktur mitzugestalten. Ja, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und die Herausforderungen annehmen möchtest, dann melde dich bei mir.